gehen heute durch die vier Dörfer, durch die vier Siedlungen. Und da es heute unser letzter Tag ist, können wir heute schön entspannen. Und wir gucken uns heute mal genau die Bausubstanz an, gucken uns an, welche Regenrinnen, wo welche Wassertanks stehen, welche Häuser Latrinen besitzen. Im Moment machen wir die wahrscheinlich einfachste Form von wissenschaftlicher Arbeit, und zwar wir beobachten. Also vorher natürlich 73, ne? 18. Genau, 18. Und das Ganze macht man halt so standardisiert, dass man Beobachtungsbogen hat, in dem man ganz viele Objekte aufschreibt und man einfach zählt, ob diese vorhanden sind. Das heißt, wir zählen jetzt die Satellitenschüsseln, die Anzahl der Wassertanks, die Anzahl der Regenrinnen und so weiter. Und daraus, da versuchen wir einfach irgendwie zu erkennen, wie viele Gegenstände es gibt und wie viel Aufmerksamkeit die Leute halt auch diesen Objekten schenken. Also sprich, wenn ich ganz viele Satellitenschüsseln habe und nur ganz wenige Regenrinnen, dann scheint es so, als ob die lieber Fernsehen gucken, anstatt Wasser zu haben. Okay, also wir befinden uns jetzt hier an einer Stelle, an der wir sehr stark vermuten, dass die Leute hier ihr Geschäft verrichten im Freien. Wo gehen die Leute hin, wenn sie mal aufs Geschäft müssen? Und wie verändert sich das Ganze, wenn sie Trockentoiletten haben? Richtig. Also sprich, wie viel Zeit sparen sie und wie lange müssen sie im Dunkeln nachts laufen?